Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute habe ich nochmal einen VR-Zubehörtest für euch. Und zwar habe ich die MetaQuest Pro Controller bekommen von Meta. Vielen Dank dafür. Und die werden wir jetzt mal zusammen mit der Quest 2 ausprobieren. Ich habe das ja schon mit der Quest Pro ausprobiert. Aber jetzt schauen wir mal, wie verbindet man das denn mit der Quest 2 und funktioniert das denn gut? Und dann werde ich euch noch ein kurzes Unboxing zeigen. Hier sind nämlich auch die Ladestationen dabei. Also vielen Dank an meine Sponsoren, Voodoo's VR, Aufmachen Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. Ja Leute, machen wir erstmal ein kurzes Unboxing. So sieht die Box hier aus. Ne, hier steht dann auch MetaQuest Touch Pro Controllers with Compact Charging Dock. Also wir haben jetzt dann auch diese Ladestation dabei. Aber es sieht relativ schlicht aus. Hier an der Seite steht noch, was dabei ist. Ne? Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf. Hier ist so ein komischer Nüppel noch dran. Ist hier unten. Ah, hier unten ist auch noch so ein Kleber. Ich zieh das einfach mal. Ja! Komm schon! Du Arsch! Ah! Junge, das ist aber eng. So, MetaQuest steht hier drauf. Sonst nix. Wie geht das auf? Keine Ahnung. Ich kann doch kein Unboxing machen. Ah, hier. Ach so, einfach so. Wow, na, so sieht das aus von innen. Ja. Ja. So, dann schauen wir mal rein. Hier sind die guten Geräte. Boah, wundervoll. Wundervoll. Das sieht doch schon mal klasse aus. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas drin ist. Ja, natürlich. Hier ist das Netzteil. Wir haben hier USB-C. Dann, das nehme ich hier auch mal raus. Uiuiuiui. Was haben wir denn hier? Das ist der Charging Dock. Guckt euch das mal an. Die legst du dann hier drauf. Und hier haben wir USB-C. Interessant. Was ist denn hier drin? Kriege ich gar nicht richtig raus. Ah, ein USB-C-Kabel. Ein kleines, kurzes. Aha. Gut. So, das haben wir. Und ist hier noch irgendwas drunter? Und hier in diesem Ding haben wir dann noch Welcome to MetaQuest Touch Pro Controller with Compact Charging Dock. Hier ist eine Anleitung. Safety and Warranty Guide. Das, was sich immer jeder auswendig durchliest. Und dann haben wir noch diese Stylus-Tipps. Also die kommen quasi hier unten an die Controller dran, wenn ihr da mit irgendwie, ja, quasi so zeichnen wollt oder so. Das habe ich nie ausprobiert, um ehrlich zu sein. Wird auch wahrscheinlich mit der Quest 2 gar nicht gehen. So, also Controller, Docking Station, Kabel, Power Adapter und wir haben hier unsere beiden Controller. So sehen die aus. Krass. Wir haben hier die, boah, die sind ganz schön schwer übrigens. Also ich hatte die ja schon mit der MetaQuest Pro, hatte ich hier schon in der Hand. Also jetzt auch schon ein bisschen her, ich habe die ja nicht mehr zu Hause. Und dass ich das jetzt nochmal in der Hand habe, die wiegen schon halt viel, ne? Aber die fühlen sich allerdings trotzdem auch hochwertig an. Ne? So, schauen wir mal. Also wir haben hier unsere Grip-Buttons. Ja, wir haben hier die Docks für die Charging-Station. Trigger, die beiden Kameras hier. Vorne, na, hier sind die vorne die beiden Kameras und hier oben ist auch noch eine Kamera, die das sich alles anguckt, damit wir natürlich dann auch getrackt werden können mit den Controllern. Wir haben A, B, dann haben wir hier die Thumbsticks, auf der anderen Seite X, Y und den anderen Thumbstick, Menüknopf und Oculus-Menüknopf, Oculus-Button. Es ist immer noch das Oculus-Logo, ich sage jetzt extra nicht Meta, weil das ist das Oculus-Logo. Ja, und wir haben dann,
Natürlich, wir können das natürlich jetzt hier nicht aufmachen und auch keine Batterien oder sonst irgendwas wechseln, weil wir laden das ja. Wir laden das ja auf an der Charging-Station. Ja, so sehen die Dinger aus. Und jetzt geht es ja natürlich vor allem darum, wie das auf der Quest 2 funktioniert. Weil mit der Meta Quest Pro habe ich ja schon getestet. Da könnt ihr ja mein Review finden. Aber wir schauen jetzt mal, wie verbindet man das denn mit der Quest 2 und wie funktioniert das denn dann? Ja, schauen wir uns mal an, wie verbindet man das ganze Gerät überhaupt oder die beiden Controller mit der Quest 2? Ja, ich habe das tatsächlich mal versucht, ohne Anleitung vorher irgendwie selber hinzukriegen. Da bin ich in die Quest reingegangen, bin dann in die Einstellungen, habe dann irgendwas mit Bluetooth mal versucht zu verbinden und habe die dann auch angemacht, die Controller. Hat aber irgendwie nicht geklappt, der hat nichts gefunden. Dann habe ich gedacht, ja komm, guckst du mal in die Anleitung. Und zwar geht das gar nicht mit der Brille, sondern mit der Smartphone-App. Also die Brille muss zwar angeschaltet sein und in der Nähe, also ihr macht die an, legt die in die Nähe, so, die Controller müssen natürlich auch da sein und dann geht ihr in die Smartphone-App. So, die sieht so aus und ja, dann geht ihr einfach auf Menü, Geräte und dann muss hier, dann seht ihr die Quest, die ist hier oben verbunden quasi, ja, und dann geht ihr hier auf Headset-Einstellungen. Und dann geht ihr auf Controller. So. Und dann seht ihr wahrscheinlich eure beiden Controller, die schon verbunden sind, die Quest 2 Controller. Die wollen wir aber nicht. Deswegen gehen wir jetzt auf neuen Controller koppeln. Und dann gehen wir auf linken Controller für Meta Quest Pro koppeln. Das kann ich jetzt nicht machen, weil ich es schon gemacht habe. Ihr geht aber dann da drauf und dann drückt ihr auf dem linken Controller drückt ihr die Menütaste und die Y-Taste für 4 Sekunden. Also das ist quasi wie so ein PC-VR-Controller. Den drückt ihr 4 Sekunden, dann blinkt das hier vorne. Das blinkt hier vorne auf den Controllern. Und dann ist das in der Smartphone-App gekoppelt. Also da wäre ich, glaube ich, nicht drauf gekommen, dass das so geht. Deswegen schön die Anleitung gucken. Und das Ganze macht ihr dann logischerweise auch nochmal mit dem rechten Controller, mit dem anderen. Und dann werdet ihr euch erstmal wundern, hä, das geht überhaupt nicht richtig. Die sind zwar verbunden, aber ich sehe die in der Quest 2 gar nicht. Das Problem war einfach nur, dass er die Updates gemacht hat. Also wenn ihr die zum ersten Mal verbindet, wenn die aus der Verpackung kommen, macht er erstmal vielleicht 3-4 Minuten Updates. Da müsst ihr drauf warten. Ja, und dann funktioniert das. Dann funktionieren die und dann könnt ihr die auch benutzen. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, Leute, und bevor ihr loslegt, das erste Mal würde ich natürlich dann die Controller einmal aufladen. Die müsst ihr dann quasi in diese Docking Station tun. Dann müsst ihr die so schräg reinlegen. Das ist tatsächlich ein bisschen frickelig, das muss man ein bisschen üben, aber der vibriert dann auch und zeigt dann so eine LED an und dann könnt ihr die laden und dann seht ihr auch, wenn die grün sind, wenn die fertig sind mit dem Laden. So, hier sind wir jetzt in Rec Room und das ist immer ganz gut, um das Tracking zu testen von den Controllern und wir haben die jetzt hier, ja, und ich muss sagen, das ist wirklich, ich finde es halt einfach geil. Ich meine, Die sind so klein, ja, die haben auch keinen Ring obendrauf, so dass du die ganz nah aneinander halten kannst. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Und was wir jetzt, wo ist jetzt der Unterschied? Also ihr wisst ja wahrscheinlich von dem Tracking noch von den Original-Quest-Controllern, wenn man die hinter den Rücken hält, dann war's das. Ja, und guck mal hier, das ist überhaupt kein Problem. Ich kann hier sogar ganz hinter meinem Rücken tracken, ja, hinter meinem Kopf, das geht immer. Egal wo du das trackst, sogar an meinem Arsch hier hinten, überall geht das Tracking, egal wo. Und das ist natürlich aufgrund der Kameras, die hier drin eingebaut sind. Und das Einzige, was du nicht machen darfst, wenn ich dir jetzt hier verdecke, so, dann müsste es gleich vorbei sein. Guck, dann hier, der hängt jetzt schon, ja, wenn ich die Kameras verdecke. Also ihr müsst natürlich immer eine normale Haltung haben hier auf den Controllern. Sonst gibt es Probleme, wenn die Kameras verdeckt sind. Das ist klar, ne? Ja, und was jetzt zum Beispiel natürlich auch geht, das geht mit den Quest 2 Controllern nicht,
das Tracking, guck mal, ganz nah, direkt. Ich schleife quasi am Headset und das Tracking geht logischerweise trotzdem noch, weil er dann die mit den Kameras das tracken kann. Ne? Also egal, also selbst wenn ihr die direkt frontal voreinander haltet, ne, das Tracking ist immer da, immer. Das ist schon echt der Knaller. Ne? Das ist super. Und auch, guck mal, das geht auch ganz schnell. Also da ist überhaupt gar keine Verzögerung irgendwie. Ne? Wenn ich das hier ganz schnell mache, also absolut genial. Und ich finde die Controller einfach super. Ne? Also ich werde die auch jetzt immer benutzen. Ne? Ich spiele ja nicht so lange Sessions immer, weil das ist natürlich ein Nachteil. Also die Controller, Batterien, also die Akkus, die da drin sind, die halten natürlich wesentlich kürzer als die Quest 2 Controller. Ne? Das ist halt nun mal leider so. Da kannst du nichts machen. Aber dafür hast du ja die Docking Station und nach der Session tust du die halt da rein. Also ihr könnt jetzt nicht zum Beispiel 5 Stunden Sessions zocken. Das wird wahrscheinlich dann schon nicht gehen. Aber ich zocke meistens sowieso immer höchstens eine Stunde oder so. Und da ist das natürlich kein Problem. Danach lädst du die halt wieder auf. Ja, ich find's cool. Und ja, Tracking funktioniert. So Leute, jetzt habt ihr alles über diese Controller gesehen. Was ist in der Packung? Wie lädt man die auf? Wie ist das Tracking und so? Und jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich das? Und da wird's ein bisschen kritisch, weil wenn wir die nämlich jetzt bestellen, kosten die einfach 350 Euro. Holy shit, das ist eigentlich genauso viel wie die VR-Brille an sich, wie die Quest 2, ja, und das ist natürlich verrückt, ja, also deswegen, also reden wir, wenn wir den Preis mal jetzt weglassen, die Controller sind sehr, sehr geil in meinen Augen. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ich werde die auch in Zukunft benutzen. Ich habe die auch schon getrennt von der Quest 2. Diese Quest 2 Controller, die werde ich nicht mehr benutzen, sondern die hier. Ich habe die jetzt von Meta bekommen. Ne? Hätte ich mir die privat gekauft für den Preis? Nein, hätte ich nicht. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir viel zu teuer. Ja, wenn ihr jetzt aber sagt, Gottes Willen, ich will halt geile Controller haben für die Quest 2. Ich will auch hinter dem Rücken tracken. Ich will auch hinter dem Kopf tracken. Ich will auch Shooter extrem präzise zocken, weil ich das direkt vor meine Nase zielen kann und so. Dann sind die was für euch. Dann sind die was für euch. Preis-Leistung aber natürlich, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist viel zu teuer. Ne? Müsst ihr selber für euch entscheiden. Der Link ist in der Beschreibung. Könnt ihr schön bei Amazon bestellen. Und dann könnt ihr die mit der Quest 2 koppeln. So sieht's aus. Jetzt ist die Frage, habt ihr die auch schon? Was stört euch da dran? Stört euch überhaupt irgendwas da dran? Werdet ihr die kaufen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Was mich eigentlich stört, ist gar nichts. Nur der Preis. Ja, diese Docking Station finde ich ein bisschen fricklig, ja. Also das ist ein bisschen merkwürdig, da musst du dich dran gewöhnen. Genau wie zum Beispiel diese Ladestation von der PlayStation VR 2 von den Controllern. Aber da gewöhnt man sich nach ein paar Mal dran, ja. Das ist in Ordnung irgendwann. Aber ansonsten stört mich gar nichts. Die kurze Batterie, die Akkulaufzeit stört mich auch nicht, weil ich halt nicht so lange Sessions zocke. Das müsst ihr selber für euch entscheiden, ne, wie lange ihr zockt. Und dann, ja, schauen wir mal. Das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Voodoo.de